Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute was ganz Besonderes. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt. Ich habe ja immer gesagt, dass ich möglichst eine große Variation auf diesem Kanal haben möchte an Programmen, die ich vorstelle oder auch an Fotothemen, die ich bearbeiten möchte. Und naja, in letzter Zeit war es dann doch relativ eintönig, immer Lightroom oder Lumina. Und heute möchte ich dir ein neues Programm vorstellen. Du wirst es vielleicht vom Namen her schon mal gehört haben. Vielleicht arbeitest du auch schon damit. Es geht um Capture One. Capture One ist für mich auch erst seit kurzem ein Programm, mit dem ich arbeite, aber ich habe es sofort lieben gelernt und ich möchte dir diese Impression natürlich auch zeigen und möchte dich so ein bisschen einführen in das Programm und dir zeigen, was damit alles möglich ist. Heute gibt es eine kleine Einführung und ich hoffe, sie macht dir genauso viel Spaß wie mir. Viel Spaß! Ich habe jetzt Capture One hier das erste Mal geöffnet. So sieht es aus, wenn man ja das Programm das erste Mal aufmacht. Und ja, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, am Anfang sieht es relativ kompliziert aus. Aber keine Sorge, erstes Mal, du wirst jetzt hier in diesem Video und vielleicht auch in den folgenden Videos, je nachdem, wie es dir gefällt, kannst du gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob mehr Videos zu Capture One kommen sollen. Aber wir werden uns das hier zusammen angucken und es wird auch definitiv relativ einfach werden, das verspreche ich dir. Das Erste, wonach wahrscheinlich jetzt alle erstmal fragen werden, wie ist der Preis von dem Programm? Lohnt sich das überhaupt, mir das jetzt mal weiter anzuschauen? Und du kannst unten in der Videobeschreibung jetzt einfach mal auf den Link klicken, dann kommst du hier auf diese Seite und hier findest du die verschiedenen Modelle von Capture One Pro 12. Das ist die aktuelle Version. Es gibt hier nämlich eine unbefristete Lizenz, das bedeutet, du kaufst es einmalig, hast dann das Programm und es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze in einem Abonnement abzuschließen. Ja, was ist jetzt der große Vor- und Nachteil? Also die unbefristete Lizenz, klar, du bezahlst es nur ein einziges Mal, hast dann deine Ruhe, hast es einmal gekauft, fertig. Es gibt auch Vergünstigungen, wenn jetzt neue Versionen rauskommen, aber du musst es dann halt neu kaufen. Das Abonnement, da bezahlst du monatlich und hast halt immer die aktuelle Version damit dabei. Du bist immer auf dem aktuellsten Stand. Das kostet 24 Euro monatlich. Du kannst hier verschiedene Zahlungsmodalitäten aussuchen. Du kannst jetzt hier auch quasi ein komplettes Jahr im Voraus bezahlen. Dann wird es natürlich ein bisschen günstiger. Und hier die Standalone-Version quasi, die kostet 349 Euro. Wenn man alle Kameras unterstützt haben möchte. Es gibt auch noch für Fujifilm und für Sony jeweils eine Variante. Da werden dann natürlich nur die Sony-Kameras unterstützt oder nur die Fujifilm-Kameras. Wenn du also Sony- oder Fujifilm-User bist und ausschließlich mit dieser Kameramarke arbeitest, dann ist es vielleicht interessant, sich das mal anzuschauen, denn dann kostet die Standalone-Version nur 124 Euro. Also das ist schon wesentlich günstiger, ja, und auch das Abonnement im Monat kostet dann halt nur noch 9 Euro. Also da sollte man sich auf jeden Fall mal das anschauen. Wenn du aber alle Kameras unterstützt haben möchtest von allen Brands, dann solltest du hier oben gucken, dann ist es ein bisschen teurer, aber meiner Meinung nach lohnt sich das immer noch. So, jetzt schauen wir aber mal auf das Programm. Es ist am Anfang vielleicht etwas unübersichtlich. Das Schöne ist aber an Capture One, ich kann mir alles so einstellen, wie ich es gerne hätte. Das heißt, ich kann alles verschieben, ich kann alles größer oder kleiner machen, ich kann es mir anpassen, wie ich möchte. Ich bin da nicht auf irgendwas festgelegt. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier einfach mal sagen, ich möchte diese Seitenleiste sehr viel breiter machen. Ja, dann ziehe ich sie mir breiter. Oder ich mache sie halt schmaler. Ja, also das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber Lightroom. Da geht es ja auch so ein kleines bisschen, aber halt nicht wirklich viel. Und hier kann ich mir das anpassen, wie ich möchte. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, ich möchte einfach mal das hier mir rausziehen. Und dann habe ich das jetzt hier als einzelne Registerkarte quasi irgendwo. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen zweiten Monitor habe, könnte ich mir das auf den zweiten Monitor ziehen und kann mir so meine Arbeitsumgebung anpassen, wie ich es gerne hätte, was ich brauche und was nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier auch natürlich reingehen und mir das hier wieder reinziehen. Ich habe jetzt hier oben verschiedene Reiter. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel noch ja, so ein paar Kameraeinstellungen hier sagen. Ich könnte die Objektivkorrektur anwählen. Ich könnte hier auch Weißabgleich und so weiter, also hier die Farben des Bildes bearbeiten. Und auch das kann ich mir alles einstellen, wie ich möchte. Ich kann als erstes mal hier einen Rechtsklick drauf machen und könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte ein Register hinzufügen. Ja, zum Beispiel Bildaufbau, Schnellkorrektur und so weiter, lokale Anpassung. Das haben wir jetzt hier noch gar nicht mit drin. Das könnte ich jetzt hier mit einfügen. Oder aber auch, ich kann jetzt hier in eine so ein Register reingehen und dann sagen, Rechtsklick, Werkzeug hinzufügen und dann kann ich mir hier entsprechend was noch hinzufügen, was ich jetzt hier noch nicht drin habe. Zum Beispiel die Schärfung.
Macht jetzt hier in dem Fall nicht so viel Sinn, weil wir jetzt hier gerade in einer Registerkarte drin sind, wo es eigentlich mehr um Farbe geht. Aber ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Schärfung reinfügen. Ich kann aber auch jederzeit mit einem Rechtsklick hier das Werkzeug wieder entfernen. Ja, und so kann ich mir das anpassen, wie ich möchte. Ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, ich möchte die Farbkorrektur weiter nach oben packen. Ja, dann packe ich sie mir halt weiter nach oben. Und das ist echt ein super Vorteil, weil ich kann es mir alles so anpassen, wie ich gerne möchte. Ich habe da keine Festlegung auf irgendwas, sondern wir können arbeiten. Jetzt haben wir hier oben noch eine weitere Leiste, wo relativ viele Symbole und Icons angezeigt werden, wo man aber vielleicht auf den ersten Blick nicht sofort weiß, was damit eigentlich gemeint ist. Okay, vielleicht hier noch der Pfeil, ja, das könnte hier rückgängig sein, ja, rückgängig oder wiederherstellen, das ist eigentlich relativ einleuchtend. Hier, dass das Bilder importieren, das ist auch relativ klar. Aber es gibt auch so ein paar Symbole hier, zum Beispiel das A. Was soll dieses A sein? Ja, wenn man da mal länger die Maus drauf lässt, okay, automatische Anpassung für alle ausgewählten Varianten anwenden. Ja, wäre ich jetzt vielleicht nicht auf den ersten Moment drauf gekommen. Jetzt mache ich einfach mal einen Rechtsklick hier oben drauf und sage jetzt hier mal, ich könnte mir das nur als Symbole anzeigen lassen, als nur Text oder Symbol und Text. Und gerade jetzt hier für den Anfang ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt hier einfach mal den Text uns mit einblenden lassen, denn dann wissen wir auch ganz genau, was diese Symbole hier eigentlich bedeuten. Hier Anmerkung, Raster, Belichtungswarnung hätte ich vielleicht auf den ersten Blick so als Neuling in Capture One gar nicht gerafft, was das eigentlich sein soll. Wir haben jetzt hier oben noch ganz viele Werkzeuge, wie zum Beispiel das Mauswerkzeug hier, also Auswählenwerkzeug. Wir können hier unser Bild zuschneiden. Wir haben hier die Möglichkeit, Trapezkorrektur heißt das Ganze. Das ist ein Werkzeug, so ähnlich wie die Upright-Funktion in Lightroom, wenn du von da vielleicht kommst. Wir können also unsere vertikalen Linien begradigen. Dann haben wir hier ein Fleckentfernwerkzeug. Wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Verlaufsmasken zu erstellen. Das heißt, lineare Verläufe, radiale Verläufe. Wenn ich jetzt hier meine linke Maustaste mal gedrückt halte, dann sieht man hier auch, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, was wir hier machen können. Also hier gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Und jetzt ist es aber noch so, dass ich sogar sagen kann, ich möchte hier meine ganzen Registerkarten gar nicht auf der linken Seite haben, sondern zum Beispiel auf der rechten Seite. Und es gibt auch vorgefertigte Arbeitsbereiche. Wenn ich jetzt hier mal auf Fenster gehe, dann Arbeitsumgebung, dann gibt es hier so ein paar Arbeitsumgebungen, die hier vorgefertigt schon sind, die man sich vielleicht mal anschauen sollte. Es gibt hier übrigens auch zwei Arbeitsumgebungen für zwei Monitore. Also das könnte man sich auch mal anschauen, wenn du vielleicht mit zwei Monitoren arbeitest. Ansonsten gehe ich jetzt hier mal auf Migration, denn Migration ist eine Arbeitsumgebung, die Lightroom sehr gut widerspiegelt eigentlich. Denn da haben wir jetzt hier unsere Registerkarten auf der rechten Seite und hier unten, ja, den Filmstrip, Browser, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber wir haben ja noch gar keine Bilder drin. Das heißt, ich werde jetzt hier als erstes mal mir Bilder importieren, beziehungsweise ich muss einen neuen Katalog oder eine neue Sitzung erstellen. Katalog ist eigentlich genau das, was man aus Lightroom auch kennt. Ja, also wir haben alle Bilder in einem Katalog drin, wir können die verschlagworten, wir können die sortieren, wir können Ratings vergeben, wir können Farbmarkierung vergeben und so weiter und so fort. Wir können Bilder suchen, die sie wiederfinden und wir haben alles an einem Platz. Das ist eigentlich so das, was man aus Lightroom zum Beispiel kennt oder aus der Adobe Bridge oder jetzt auch seit neuestem auch in Luminar. Aber es gibt auch noch die Sessions, beziehungsweise die Sitzung. Ja, auf Englisch heißt das Ganze Sessions. Das ist jetzt eigentlich so die Variante. Und das sieht man jetzt auch, wenn man mit der Maus hier einfach mal drüber geht. Eine Sitzung ist eine schnelle und einfache Art, mit einer begrenzten Anzahl an Bildern oder einem einzelnen Auftrag zu bearbeiten. Ja, das sagt eigentlich schon alles aus. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ja, einen Auftrag hat, ich hatte zum Beispiel letztes Mal einen Auftrag für Kaufland und habe da ein großes Shooting gehabt und in dem Fall würde ich jetzt eher sagen, da mache ich mal eine Session draus und habe diese Bilder von Kaufland einzeln. Die kann ich dann auch einzeln bearbeiten und die habe ich an einem extra Ort gespeichert, außerhalb meines Kataloges, wo 100.000 Bilder drin sind. Und das ist eine Möglichkeit, wie, ja, ich sage jetzt mal eher professionelle Fotografen, die vielleicht Auftragsshootings und so weiter haben, die Bilder so ein bisschen einzeln nochmal für sich bearbeiten können und damit auch nicht den Katalog ewig groß aufblasen. Also, ich würde jetzt an deiner Stelle, wenn du von Lightroom kommst, ja, eher mit einem Katalog arbeiten, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle auch mal tun. Neuer Katalog, dann kann ich jetzt hier einfach mal einen neuen Katalog verwenden. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Capture One. Ich sage jetzt hier mal okay. Und dann wird dieser Katalog jetzt hier erstellt. Das heißt, der ist jetzt hier komplett leer und wir können jetzt hier an dieser Stelle Bilder importieren. Das kann ich einmal jetzt hier auch mit Klick auf dieses große Icon machen. Ich kann jetzt hier oben auf Datei auch gehen und sagen Bilder importieren. Ich könnte jetzt hier oben auf dieses Icon gehen und sagen Bilder importieren. Du siehst, es gibt wieder 1000 Wege, die zum Ziel führen.
wie in fast jedem Bildbearbeitungsprogramm. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Bilder importieren und habe jetzt hier mal so ein paar Bilder mir schon rausgesucht. Das sind jetzt hier Bilder, die ihr mir mal zugeschickt habt für die 5 Minuten RAW-Bearbeitung, für die 5 Minuten RAW-Challenge. Und da werde ich jetzt auch gar nicht mal so groß durchgucken, sondern ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal ein Bild verwenden, welches ich schon mal bearbeitet habe. Ich gehe mal hier so ein bisschen durch und guck mal, was man hier so findet. Das Tolle ist jetzt, wenn du dir jetzt mal den Import anschaust, wir importieren hier gerade 164 RAW-Dateien, wie schnell das geht. Und das zweite Tolle ist, es werden auch direkt Vorschau-Dateien erstellt. Das bedeutet, du kannst später, wenn du deine RAW-Dateien zum Beispiel auf einer externen Festplatte hast, diese externe Festplatte nicht dabei hast, weil du unterwegs bist, kannst du trotzdem die Bilder alle komplett bearbeiten. Und das Einzige, was nicht funktioniert, ist, dass du sie dann exportierst, also umwandelst in JPEG oder TIFF-Dateien zum Beispiel. Dafür brauchst du dann tatsächlich die RAW-Dateien angeschlossen am Rechner. Ansonsten kannst du damit alles machen. Dieses Feature gibt es natürlich auch in Lightroom, ja, keine Frage. Hier wird es einfach direkt mit erstellt und du musst da gar nichts weiter groß anklicken. So, das Tolle ist jetzt auch, ich kann auch hier schon, während hier das Ganze noch erstellt wird, könnte ich das Ganze jetzt hier auch schon bearbeiten. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Foto hier. Kennst du vielleicht, wenn du meinen Kanal schon länger kennst, ich habe dieses Bild schon bei der 5 Minuten RAW Challenge bearbeitet und ich möchte dir jetzt anhand dieses Bildes einfach mal kurz zeigen, was wir hier alles machen können. Zum einen natürlich, habe ich ja gerade eben schon angesprochen, wir können Bilder bewerten und so weiter. Und da jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Fakt an der Stelle, Capture One unterscheidet nicht zwischen einem Bibliotheksmodul und einem Bearbeitmodul, sondern es ist eigentlich alles dasselbe. Es ist unterteilt in verschiedene Registerkarten hier, aber wir haben jetzt hier nicht so eine krasse Unterteilung in verschiedene Module, sondern das ist alles hier in den Registerkarten einfach drin. Es verändert sich nichts an der eigentlichen Ansicht, wenn wir jetzt hier in die unterschiedlichen Registerkarten reingehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Rechtsklick drauf mache, dann kann ich hier Bewertungen zum Beispiel eingeben, 1 bis 5 Sterne, kennt man alles, kann man auch über die Tastatur machen mit den Shortcuts 1 bis 5. Ich kann Farbmarkierungen festlegen, ich könnte jetzt hier auch reingehen und Schlüsselwörter vergeben, zum Beispiel jetzt hier einfach mal Berg, ja, gebe ich Berg ein, drücke einmal Enter, dann habe ich jetzt hier Schlüsselwort Berg drin und wenn ich jetzt hier in die Filtersuche reingehe, dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel nach Schlüsselwörtern suchen und dann habe ich hier Berg drin, wo ein Foto mit belegt ist. Perfekt. Wir haben hier natürlich auch noch ganz andere Metadaten, nach denen wir suchen könnten. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel auch nach Bewertung suchen. Wenn ich jetzt diesem Bild hier einfach mal einen Stern gebe, dann könnte ich jetzt hier natürlich auch in den Filtern nach Bewertung suchen. Ja, das Bild hat einen Stern, also haben wir jetzt nur noch dieses Bild hier unten drin. Ganz einfach rausgesucht. Also das kennt man eigentlich alles auch zum Beispiel aus Lightroom. Jetzt geht es aber mal so ein bisschen in die Bearbeitung rein und da möchte ich dir noch so ein paar Dinge zeigen. Wir haben jetzt hier eine Registerkarte und hier haben wir eigentlich so unsere ganzen Bearbeitungen drin. Ich habe dir ja vorhin schon gezeigt, mit Rechtsklick kannst du hier weitere Werkzeuge hinzufügen, wenn du sie brauchst. Ich würde dir auch für den Anfang einfach mal empfehlen, diese ganzen Werkzeuge einfach mal alle hinzuzufügen und einfach mal zu gucken, was die eigentlich machen. Hier sind natürlich auch Werkzeuge mit dabei, Schlüsselwörter und so weiter, die in die Registerkarte von der Bibliothek da eigentlich mit reingehören. Ja, das kann man sich dann so ein bisschen sortieren, wie man das gerne hätte. Da kann man sich auch die Registerkarten selber zusammenstellen, wie man es gerne hätte. Dazu wird es auch nochmal ein extra Video geben, wie ich genau persönlich das machen würde, wie ich mir das anordnen würde. Aber da hat ja jeder seinen eigenen Workflow. Und das Tolle ist halt, du kannst es genau auf deinen Workflow zuschneiden, in welche Registerkarte du welches Werkzeug packst. Gehst dann von rechts nach links, von oben nach unten, wie auch immer und kannst immer so bearbeiten, wie du es gerne brauchst. Ja, also da kannst du dir das alles einrichten, wie du es gerne hättest. An dieser Stelle jetzt hier einfach mal, das Tolle ist, Capture One, und das habe ich noch gar nicht gesagt, hat die Möglichkeit, hier, es ist ein RAW-Entwickler, aber es hat die Möglichkeit, mit Ebenen zu arbeiten, und zwar mit vollwertigen Ebenen. Das ist richtig cool, ja, im Gegensatz zu Lightroom, wo man ja quasi so Pseudo-Ebenen hat, wenn man so ein bisschen diese Verlaufsmaske und so weiter erstellt, aber hier kann man wirklich auf verschiedenen Ebenen arbeiten, und das ergibt natürlich auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, die wir da haben. Aber sei es drum, erstmal fangen wir so ein bisschen an hier, Belichtung zum Beispiel, ja, Belichtung, wenn ich das jetzt hier mal nach oben drehe, siehst du schon, das ist eigentlich genau die Belichtung, die simuliert wird von der Kamera auch, das heißt, wenn du deine Verschlusszeit ein bisschen länger machst, dann wird hier das gesamte Bild heller. Denn jetzt wird ja wahrscheinlich die Frage kommen, naja, wir haben hier Belichtung und dann haben wir auf der anderen Seite auch nochmal Helligkeit. Helligkeit, das sind quasi nur die Mitteltöne. Du siehst es jetzt auch schön am Histogramm, wenn du das jetzt hier mal anschaust, wenn du das hier so rechts und links schiebst, da werden die Mitteltöne vor allem bearbeitet. Bei der Belichtung wird das gesamte Bild heller oder dunkler gemacht. Ja, also das ist der große Unterschied. Wir können jetzt hier natürlich auch Kontrast schön reinballern. Und du siehst jetzt hier zum Beispiel an dem Kontrast gerade, der geht nur bis 50. Anders als in Lightroom zum Beispiel, wo es bis 100 geht, geht der nur bis 50. Aber durch die
Ebenen habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach diese Belichtung und diesen Regler doppelt anzuwenden. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich will hier eine neue Ebene erstellen. Wenn ich jetzt hier mal mit der linken Maustaste gedrückt halte, dann habe ich hier auch verschiedene Ebenen, die ich neu erstellen kann. Ich kann eine neue leere Ebene erstellen, ich könnte eine neue gefüllte Ebene erstellen, eine neue Klonebene und eine neue Reparaturebene. Ich erstelle jetzt hier mal eine neue gefüllte Ebene und dann kann ich jetzt hier einfach sagen, ich möchte nochmal den Kontrast hochziehen. Sieht jetzt natürlich nicht mehr gut aus, ja, aber ich habe jetzt unendlich oft die Möglichkeit, hier Kontrast reinzuballern, was man halt in Lightroom so an der Stelle erstmal nicht hat. Man könnte natürlich mit ja, verschiedenen Verlaufswerkzeugen, kann man so ein bisschen tricksen, geht auch alles irgendwie, aber es ist wesentlich komplizierter und hier kann ich das einfach auf einer eigenen Ebene machen. So, ich gehe jetzt hier aber nochmal auf die Hintergrundebene und werde jetzt hier einfach noch so ein bisschen weitermachen. Ich gehe jetzt hier zum Beispiel einfach mal in die Rasterkarte HDR rein und jetzt könnte ich hier zum Beispiel die Lichter mal noch wieder so ein bisschen abdunkeln, ja, könnte die Tiefen so ein bisschen aufhellen. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, man hat jetzt hier Lichter und Tiefen, allerdings kann man die nicht ins Negative ziehen. Das heißt, man könnte jetzt nicht sagen, Lichter ziehe ich ins Negative und dann werden sie dunkler und wenn ich sie ins Positive, werden sie heller, sondern man hat hier quasi Lichter, wenn man die hochzieht, dann werden die halt dunkler und die Tiefen werden halt heller. Ja, dafür hat man aber andere Möglichkeiten und andere Werkzeuge, die man dafür nutzen kann, um diesen Kontrast dann später herzustellen. Zum Beispiel die Kurve oder die Tonwerte. Als nächstes werde ich mal hier noch so ein kleines bisschen Klein mit reinbringen. Da haben wir auch das Schöne hier wieder, Methode, natürlich, Durchschlag, neutral, klassisch. Das heißt, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Methoden anzuwenden, wie wir die Klarheit hier reinbringen wollen. Natürlich gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das heißt, wir haben hier eine natürliche Klarheit drin, wie der Name schon sagt. Und so können wir das Ganze recht einfach und schön bearbeiten. Dann haben wir auch die Möglichkeit, hier natürlich die Farben schön einfach zu bearbeiten. Und dazu werde ich jetzt hier mal noch ein weiteres Werkzeug hinzufügen, mit Rechtsklick hier drauf, Werkzeug hinzufügen und dann einfach mal den Farbeditor. Und du siehst hier schon, ich habe hier auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier unter anderem auch eine Registerkarte Hautton. Das bedeutet, Leute, wir können Hauttöne sehr, sehr gut bearbeiten in diesem Programm. Funktioniert echt gut, sieht richtig gut aus. Dazu wird es auch nochmal ein extra Video geben, keine Sorge. Also wenn ihr Bock drauf habt, mehr Capture One Videos, einfach unten in die Kommentare damit ich sehe, dass ihr Interesse daran habt, dann wird es dazu definitiv eine komplette Videoreihe geben. Wir werden uns dieses Programm genauso anschauen, wie auch Lightroom, wie Lumina und so weiter. Wir haben auf diesem Kanal dann einfach viele verschiedene Programme, die wir uns anschauen, damit wir einfach ja mal so die gesamte Welt der Bildbearbeitung hier mal drauf haben. Okay, ich kann jetzt hier also verschiedene Farbtöne mir hier direkt so aussuchen. Ja, wir haben jetzt hier so sechs verschiedene Farbkanäle, die wir uns aussuchen können. Wie zum Beispiel hier so ein Magenta, Lila, irgendwas, Blau, Aquamarin, Grün, Gelb und Rot. Und wir können aber natürlich auch jederzeit selber mit so einer Farbpipette hier ins Bild reinklicken und sagen, wir möchten genau diese Farbtöne hier verwenden. Also ich möchte jetzt hier zum Beispiel mal diese Grüntöne hier von dem Gras auf dem Berg verwenden. Klicke ich jetzt hier einfach mal rein und dann wird das Ganze hier entsprechend auch angeklickt. Wir können jetzt hier durch die Glättung noch so ein bisschen sagen, siehst du schon, dass wir hier so eine weichere Auswahlkante haben. Ja, kannst du nochmal darauf achten. Das kann man entweder sehr hart einstellen oder sehr weich. Je nachdem, wie man es gerne braucht. Durch den Farbton kann ich jetzt hier die Farbe verändern. Ja, du siehst, ich kann jetzt hier nach rechts oder nach links ziehen und dann kann ich hier das Grün entweder schön orange machen oder ich kann es auch wirklich sattgrün machen. Ich will es jetzt eher an der Stelle mal so ein bisschen sattgrün machen. Ich könnte noch so ein bisschen die Sättigung hochdrehen, ja, nicht zu doll, so ein bisschen und die Helligkeit mal so ein bisschen runterstellen. So, und jetzt haben wir hier gleich mal ein komplett anderes Bild quasi, weil wir die Farben so ein bisschen verändert haben. Ich könnte jetzt auch als nächstes dir mal noch zeigen, wie wir mit Ebenenmasken arbeiten. Das heißt, ich gehe jetzt hier oben mal in die Ebene rein. Ich werde mir jetzt hier nochmal eine neue Ebene erstellen. Nochmal eine neue gefüllte Ebene. Und dann werde ich jetzt hier einfach mal das lineare Verlaufswerkzeug nutzen. Mit gedrückter Shift-Taste kann ich das Ganze übrigens sehr, sehr einfach ganz gerade runterziehen. Und das Tolle an diesen Masken, an diesen Verlaufsmasken ist jetzt, ich kann die natürlich hier einfach so verschieben, ja, kleiner machen, größer machen. Wenn ich jetzt dabei die Alt-Taste oder die Optionstaste drücke, dann verschiebe ich hier nur auf einer Seite quasi das Ganze und mache jetzt hier auf einer Seite die Verlaufskante ein bisschen härter oder ein bisschen weicher. Und das ist eine echt coole Variante hier. Ich kann das noch weiter nach unten schieben. Und jetzt will ich einfach mal so den Himmel noch so ein bisschen abdunkeln. Und du wirst jetzt gleich sehen, was wir für ein Problem haben. Wenn ich jetzt hier mal die Belichtung ein bisschen runterdrehe, dann kriegen wir hier ein paar mehr Details in den Himmel rein. Ich werde mal hier in der HDR noch die Lichter so ein bisschen abdunkeln. So, das Problem ist jetzt, dass wir hier natürlich die Berge so ein bisschen mit beeinflussen. Und wir haben aber auch hier, ähnlich wie auch Lightroom das schon eingeführt hat,
die Luminanzbereiche. Das heißt, wir können jetzt hier ganz einfach reingehen und diese Maske bearbeiten. Ich werde jetzt hier mal auf Maske anzeigen gehen, damit du siehst, was ich hier meine. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, hier die Luminanzbereiche einzustellen. Das heißt, hier die dunklen Bildbereiche und hier die hellen Bildbereiche. Und hier haben wir noch so eine weiche Verlaufskante quasi drin. Das heißt, es geht von 0 bis 255 Tonwerten. Und wir können jetzt hier quasi das Ganze auch sehr hart einstellen. Dann sind erstmal alle hellen Bildbereiche hier drin. Bei den dunklen Bildbereichen brauchen wir das eher nicht. Da will ich das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen rüberziehen, weil wir wollen ja die dunklen Bildbereiche aus dieser Maske ausschließen, weil das sind ja quasi die Berge. Das ziehe ich jetzt hier einfach mal einmal weiter und du siehst jetzt so langsam, wie jetzt hier die ganzen Berge zum Vorschein kommen. Das sieht schon ganz gut aus soweit. Ja, kleines bisschen stellen wir uns das jetzt hier noch so ein und die Verlaufskante mache ich jetzt hier mal noch so ein bisschen weicher, damit der Übergang am Ende nicht mehr so sehr zu sehen sein wird. Das denke ich mal, lasse ich jetzt einfach mal so. Man kann jetzt hier natürlich noch den Radius ein bisschen einstellen. Ja, das heißt, hier kann man das alles so ein bisschen weicher machen, wie der Übergang ist. Schauen wir mal, machen wir vielleicht mal so auf ein Pixel. So, und dann werde ich jetzt hier einfach mal auf Anwenden klicken. Und jetzt wirst du sehen, haben wir hier schön den Himmel wieder reingeholt, aber den Berg davon völlig unbeachtet gelassen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach mal ein Vorher-Nachher machen. Und das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Ich kann jetzt hier einmal das Ganze natürlich alle Anpassungen zurücksetzen, aber dann ist das Bild halt komplett wieder so, wie es am Anfang war. Ich kann aber auch einfach die Alt-Taste dabei drücken und dann wird mir temporär, solange ich hier den Mauszeiger gedrückt lasse, das Vorher-Bild angezeigt. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Und du siehst jetzt hier, wie wir den Himmel schön bearbeitet haben, wie wir den Vordergrund schön bearbeitet haben. Ja, das ist jetzt natürlich keine perfekte Bearbeitung so, aber einfach, um dir mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Ja, und das gefällt mir hier wirklich schon richtig, richtig gut. Das war jetzt hier mal eine ganz kurze Einführung in das Programm Capture One. Wie gesagt, wenn du dazu mehr Videos sehen möchtest, dann einfach mal unten in die Kommentare posten. Ich würde mich darüber sehr freuen, eine kleine Videoserie zu starten mit dir zusammen, wenn du da Bock drauf hast. Dann, wie gesagt, einfach unten in die Kommentare damit. Ansonsten hoffe ich, dass wir jetzt gemeinsam ganz viel Spaß haben werden in Zukunft, auch mit diesem Programm, genauso wie weiterhin mit Lightroom und mit Luminar. Und wie gesagt, wenn du das Programm testen willst, einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, da auf den Link klicken und dann kommst du direkt auf die Seite, wo du es runterladen kannst. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast oder auch Videowünsche, gerade zu Capture One, dann kannst du sie unten in die Kommentare posten. Ansonsten, falls du dir Capture One kaufen möchtest, weil dich das Video überzeugt hat oder auch vor allem natürlich die Software, dann kannst du das gerne tun. Es gibt unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Dort kannst du mal raufklicken. Es kostet dich nichts extra. Es ist ein Affiliate-Link. Nur ich kriege ein paar Prozente davon ab von der Firma, falls du dir dieses Programm über diesen Link kaufst. Damit unterstützt du diesen Kanal. Ich kann weiterhin kostenlosen Content für euch produzieren und ich denke mal, damit ist jedem geholfen. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao.